Hi. Okay. Willkommen im Part 3. In dem bis jetzt noch unverglückten Versuch, einen Rothirsch zu schießen. Was sich jetzt aber hoffentlich in Part 3 ändern wird. Sind da hinten Viecher oder? Nee. Immer nur dieses doofe Buschzeug. Wo seid ihr? Also hier habe ich zumindest Spuren. Bitte lass sie vom Rothirsch stammen. Wie sehen sie aus? Rehmäßig. Fasan. Mann, bin ich ein schlechter Spurenleser. Ohne dieses Ding wäre ich voll aufgeflogen. Ja, Fasan. Noch mehr Spuren. Vielleicht habe ich ja Glück. Langweiliger Fasan. Okay, die Spur brauche ich gar nicht mehr lesen. Und die Fasan. Was geht hier ab? Alles voller Spuren? Alles nur Fasan oder was? Scheint so. Ich will kein Fasan. Ja, okay. Ey, ich will kein Fasan. Okay, jetzt habe ich ein Reh gefunden, jetzt habe ich einen Fasan gefunden, jetzt fehlt theoretisch noch Wildschwein und Rothirsch. Aber ich will nur den Rothirsch. Reh. Das sieht gut aus. Wildschwein. Wenigstens ein Wildschwein. Das hier? Wildschwein. Auch Wildschwein? Wildschwein. Ich glaube, da haben wir eine echt große Herde erwischt. Auch Wildschwein? What the fuck? Also wenn die Herde echt so groß ist. Ja, okay, das können aber auch die Spuren von letztens sein, ne? Weißt du was? Ich suche mir jetzt das Wildschwein. Dass ich wenigstens euch das Gutes biete. Vielleicht ja sogar beides. Rothirsch und Wildschwein, das wäre doch mal was. Auch Wildschwein, das brauche ich gar nicht hier mehr untersuchen. Jetzt über den Berg und gucken, was hier rumläuft. Irgendwie gar nichts. Oh, ich hatte jetzt keine Lust, so lange hinterher zu dackeln. Ich gucke jetzt mal von ganz rechts einmal das ganze Feld. Und wie wir sehen, sehen wir gar nichts. Kein Wildschwein, kein Rothirsch. Dafür aber ein schönes Reh, was wir gar nicht wollen.
Leute. Ja, komm, lock ich's mal an. Kann ich euch wenigstens ein Wildschwein da zeigen, wenn ich es kriege? Wenn. Wenn das Wort nicht wäre. Kurz anhalten, bei mir laggt das gerade, jetzt geht's wieder. Aber scheint so, als ob ich heute kein Glück habe. Das ist deprimierend. Ich wollte euch was Schönes bieten, ein schönes Let's Play und dann ein Reh. Super. Habe ich euch ein einziges Reh geschossen? Weil ich doch so ein guter Jäger bin. Irgendwie komme ich gerade von der Spur ab. Also ich ziehe das jetzt hier so lange durch, bis ich ein vernünftiges Tier geschossen habe. Also komm, da sehe ich doch was hier mit Ohren. Busch. Immer so ein gleicher Busch. Immer so komisches Gras. Nächstes Mal hau ich mir Lupen vor die Ohren. Ach, vor die Ohren. Was laber ich da? Vor die Augen. Vor die Ohren. Ich bin schon ganz durcheinander. Also Elche jagen geht ja definitiv leichter. Da könnte ich euch ordentlich was zeigen. Weil diese dicken Dinger, die kann man ja gar nicht verschießen. Ja, Leute, wir haben Glück, wir haben Glück. Oh mein. Oh. Jetzt am besten nicht so aufs Tier zugehen. Einfach nur direkt zurückrufen. Weil wenn ihr direkt auf es zugeht, dann rennt ihr es meist so. Wenn ich jetzt Glück habe, sie ist schon da hinten. Dann konnte ich euch doch einigermaßen Gutes zeigen. Nein, es war wieder ein Busch. Ich verfluche diese tierähnlichen Büsche. Und ne, jetzt regnet's, aber ich glaube, da sehe ich's. Bin ich ein Depp, ich stelle mich mitten hier hin. Was ist das wieder ein Stein? Ja, Stein, sage ich ja. Leute, die Zeit wird knapp. Also meine Zeit. Vom Let's Play. Ich habe jetzt nicht so vor, so ewig lange Folgen oder nicht Folgen, Folgen ist falsches Wort, Pate zu machen. Aber anscheinend verlängert sich das noch in den vierten. Gut. Würde ich sagen, dann machen wir hier jetzt Schluss und sehen uns gleich wieder im vierten Part.